Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf UFOmann LP Kanal. UFOmann LPs Kanal. Wir werden mal ein bisschen langsamer schalten. Und herzlich willkommen bei der Folge. Bei der Folge 15 von Banished. Es geht weiter. Also, das Spiel hat mich geradezu besessen gemacht hier. Es ist echt, ja, was soll ich sagen? Es ist, hat einen hohen Suchtfaktor, muss ich mal sagen. Es wirkt irgendwie so einfach auf eine Art. Aber ist schon ziemlich cool, dadurch, dass jetzt, dass man in dem Sinne gar keine Kampagnen hat, so wie es früher bei Siedler war und so. Sondern das ist wirklich die Aufgabe. Es ist auch nicht wie bekloppt hier Häuser bauen. Sondern die Aufgabe ist wirklich, dieses ganze System hier am Laufen zu halten und im Gleichgewicht zu halten. Ja, es ist echt eine Herausforderung. Und falls ich in der... Wir haben Frühling 15 Grad. Okay, dann brauche ich mir jetzt nicht mehr so viel Sorgen machen. Werkzeuge kommen jetzt langsam wieder rein. Das ist sehr schön. Jetzt könnten wir uns noch ein bisschen um die Nahrungsmittelversorgung kümmern. Ah, und Einwohner haben wir auch nicht genug. Wie sieht's denn aus mit Holz und so? Hm. Obwohl wir hier wirklich schon Steinhäuser gebaut haben, mehrere. Wie viel brauchen wir eigentlich? Wie viel Arbeiter brauchen wir eigentlich? Komm, wir bauen erstmal ein Häuschen. Machen wir weiter mit Steinhaus, oder? Machen wir weiter mit Steinhaus. Ah, guck mal, da sind ja noch zwei Steinhäuser, die noch gebaut werden sollen. Na ja, machen wir mal die beiden hier. Nochmal zwei, so. Was ich noch sagen wollte. Wir spielen jetzt hier erstmal, die Spielmechanik haben wir ja so langsam schon begriffen. Ob wir spielen, oder ich spiele jetzt sozusagen erstmal, bis wir hier ein ansehnliches Städtchen haben. Mal gucken, wie lange es Spaß macht. Und wenn wir dann irgendwann an unseren Grenzen angekommen sind, wenn es dann irgendwie langweilig wird und das Stadt wird einfach immer nur größer, dann gehen wir dann in den Hardcore-Modus über. Sprich, wir werden dann nochmal von vorne anfangen. Loks is low. Ah, hahaha, Loks is low. Guck mal, was wir hier für einen super dichten Wald haben. Der Förster kommt da gar nicht hinterher, das ganze Zeug alles abzubauen, was? Aber wir haben auch gar keine Arbeiter. Ach du Scheiße. Müssen wir UFO-Wäsche abziehen. Wir müssen mal Miner abziehen, oder? Müssen wir mal zwei Miner abziehen? Ach nee, Miner nicht, oder? Doch. Und zwei Stonecutter. Hunter nicht. Forester lassen wir mal. Farmer lassen wir auch. Gatorer lassen wir auch. Okay. Mal noch einen Stonecutter abziehen. Spätfrühling. 22 Grad. Bald kommt der Sommer. Können sie auch bald die Ernte eintreiben hier. So, was geht's hier ab mit Hühnern? Wir warten ja immer noch darauf, dass uns hier mal ein Händler was Schönes, hier Schafe oder, nee, Kühe brauche ich. Genau, Schafe oder Kühe oder Pferde oder so. Oder Elefanten, irgendwas, Elefantensuppen, Rüssel, Elefantenrüsselsuppe und so eine Sachen, wisst ihr ja, kennt er ja. So, herzlich willkommen im Elefantenrüssensuppen, Russen, Elefantenrussen. Oh, was denn jetzt? Loks is low. Oh, Mann, oh, Loks is low. Habe ich ganz vergessen, hier meinen Auftrag zu geben. So, ich möchte mal, dass ihr hier die ganzen Loks alle abfällt. Ja. Aber zügig. ZZ. Ziemlich zügig. Meine lieben Freunde. Bisschen Kohle haben wir. Wir müssen unbedingt die Nahrungsmittelproduktion noch steigern. Na, ich hoffe mal, dass sie da anfangen so langsam. Ja, langsam, aber sicher.
Nee, und dann spielen wir nämlich im Hardcore-Modus, was im Prinzip heißt, mit Naturkatastrophen. Ob wir. Ich könnte natürlich auch theoretisch, was dann noch schwerer ist, eine bergige, sehr bergige Landschaft auswählen und die Karte vielleicht ganz klein machen. Aber ich glaube, die nächste Stufe ist einfach nur, dass wir die Naturkatastrophen mit dazu nehmen. Das wird, glaube ich, schwer genug. So, die fällen jetzt hier fleißig Bäume, hoffe ich mal. Früher Sommer, 26 Grad, okay. Die kommen hier nicht voran mit den Häusern. Komm, wir gehen mal noch ein Bilder, okay. Und die Priorität hochsetze hier für diese Dinger hier. Reserve Flocks is low. Ja, die sind ja hier schon am Ackern, denke ich. Oder? Ja, sehr schleichend. Und wenn es geht, größere Bäume? Mann, Leute, was fällt ihr denn da so eine Mini-Bäume? Na gut, ich habe euch den Auftrag gegeben, verstehe ich. Würde ich auch so machen, wenn ich ein normaler Laborer wäre. Guck mal, hier müsste auch normalerweise noch einer mehr, der die Lebensmittel verteilt, rein. So, wie viele Häuser bräuchten wir denn theoretisch, um hier alles zu füllen? 2 von 12 Bildern, okay. Select and cycle choose Schützen. Ah, okay, der zeigt uns die ganzen Bilder. Ist natürlich auch nicht schlecht, wa? So, ich habe dieses Fahrtwerkzeug noch gar nicht probiert. Mal ausprobieren. Nimm ich mal einen von den Leuten hier markiere. Los, 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 los. Nein. Los. Ach so, hier, die Gebäude. Die Interaktion zwischen den Gebäuden ist, ja, oder was? Okay. Oder, ach nee, der Typ, wo er hingeht, wa? So. Fahrt. Gut. Fahrt sehe ich noch nicht so durch, den Nutzen des Pfades. Vielleicht kann mir mal einer einen kleinen Tipp reinschreiben, wozu das gut ist. So. Holz wird gefällt, okay. Ach, die Hütten, klar, weil sie kein Holz haben. Brauchen Holz. Holz, 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 Holz. Deshalb schleicht es hier so, ha? Huh? Oder? Steine? Legen sie da schon mal hin, okay. Oder fehlt Eisen? Nö, die haben alles. Eigentlich könnten sie anfangen. Wenn ich denn hier zum Beispiel sagen würde, los! Baut! Boah, ey, Leute, ein einziger. Fragt sich bloß, ob die da noch. Na gut, wisst ihr was? Wir lassen die mal ganz schnell die Häuschen hier bauen. Und dann können die ja wieder weiter Holz fällen. Ist natürlich jetzt ein bisschen riskant. Ne, warte mal, wir gehen mal noch einen runter hier, oder? Jetzt haben wir wieder null. Mal lassen wir es mal so. So, Holz, 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 Holz. Leute, wir brauchen Holz. Holzi, Polzi. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Könnt ihr hier alles abfällen? Ihr seid doch so fleißig. Oh, guck mal. Da wird aber gleich eine Ernte eingetrieben, mein lieber Scholli. Hühner ohne Ende. Zählt das mal wieder an. Aber haben wir irgendwas zum Anbieten? Ja, Klamotten könnten wir anbieten. Wir sollten mal ein paar Klamotten einlagern hier hinten. In unserem La Dings hier, damit das mal. Ups. Nein. Nein. Ach so. So. Trade Inventory. Und da will ich jetzt hier mal einlagern Klamotten. Aber Klamotten waren da irgendwie nicht bei, wa? Guck mal, hier sind keine. Kann ich irgendwie gar nicht. Nicht im Angebot. Leder ist nicht im Angebot.
Hitcode, oder? Ist es das? Was ist denn das hier? Stored closed. Cloud. Code. Hitcode. Hm. 20? Jetzt. Okay, jetzt hat er ein paar von den Klamotten mal da für den Händler zur Verfügung gestellt. Na, bald wird doch die Ernte. Spätsommer, Leute, treibt die Ernte ein. Wie geht's hier vorwärts mit den Häusern? Schleppend, okay. Besser als gar nichts. Holz, okay. Holz kommt langsam wieder. Nahrung sieht nicht so gut aus, aber ich denke mal, das wird gleich hier abgeerntet. Farmer haben wir noch genug, okay. Jo, wir brauchen jetzt wahrscheinlich mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Ist hier los? Oh, hier ist kein Blacksmith. So. Obwohl wir nur einen hatten, hat es aber trotzdem gereicht, das Werkzeug jetzt hier nachzufüllen. Hm, okay. Aber wir sind ja auch hier bei der Mine, sind wir ja auch auf Eisen gegangen, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Das sehen wir da machen. Spätsommer, meine lieben Freunde. Wollen wir wieder eine Stufe schneller machen? Wir haben jetzt unsere Befehle erstmal für die nächsten Wochen erteilt. Wohnt hier schon jemand? Immer noch nicht. Übrigens habe ich gelesen, dass wahrscheinlich, das macht hier nur Sinn, wenn man Katastrophen eingestellt hat. Weil nämlich, wenn dann in der Feuersbrunst die Häuser abbrennen, dann können die Okkupanten da alle einziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, okay. Baumfällerei geht ab hier. Gut. Sehr gut. Und die Häuser? Aha, guck mal. Schon welche eingezogen? Zwei Leute, okay. Zwei Leute, okay. Deshalb haben wir aber bis jetzt noch nicht mehr. Wir werden mal gleich weitermachen. Oh nein, passt keins hin. Hier passt noch eins. So, da werden wir auch noch gleich einen Weg wieder hinbauen. So. So. Häuser, 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 Häuser. Das wird natürlich dann... Was ist jetzt los? Futter? Ja. Ihr müsst die Ernte eintreiben, Leute. Die Ernte. Dann haben wir auch keine Probleme mehr mit Essen. Wir brauchen eigentlich noch mehr Häuser, wa? Hm. Ich glaube, der Sinn der Steinhäuser liegt eigentlich nur darin, dass die... Ups, noch nicht funktioniert das jetzt, dass die da auch rankommen. Dass die im Prinzip, wenn man Naturkatastrophen eingestellt hat, so. Ach Gottchen, die kommen jetzt nirgendwo durch hier. Mal gucken, ob, bin ich mal gespannt, ob das irgendwie eine Rolle spielt hier. Ob die wirklich diesen Eingang brauchen, diesen ganz konkreten. So. Und hier nochmal. So. Bin ich mal gespannt. So, wie sieht's aus? Essen ist ein bisschen mehr geworden. Die sind aber auch noch nicht ganz fertig mit der mit dem Eintreiben der Ernte. Obwohl wir haben schon wirklich 9 Farmer im Einsatz. Später Herbst dieses Jahr schlecht. Dieses Jahr ist ein sehr kalter Herbst. Eieiei. Mann, Mann, Mann. Da wird uns ja fast das Getreide hier wegfrieren. Eieiei. Mehr Einwohner haben wir auch noch nicht. Das ist alles ein bisschen... So.
So, lass uns mal hier auch die Eisenvorräte, die Steinvorräte ein bisschen. Oder bauen wir da erstmal eine Straße hin? Komm, wir sind mal ganz cool und bauen hier eine Straße hin. Warum auch immer. So. Du Leute, was ist los? Ach du Scheiße, unser Futter. Sieht ganz schlecht aus mit unserem Essen. Ich meine, wir haben uferlos viele Hühner. Können wir jetzt mal sagen, die sollen alle remove? Können wir die nicht alle schlachten lassen? Nicht wirklich, wa? Ich dachte, es wäre da irgendwie so eine Art Notschlachtung möglich. Guck mal, hier sind wieder die Viecher. Früher Winter, minus 6 Grad. Okay, Feuerholz haben wir noch. Die Häuser werden gebaut, okay. Wir haben, glaube ich, sogar. Wir, warte mal, hier in der Kneipe haben wir 12 Ale. Schulhaus, 11 Studenten. Dann hatten wir hier noch das Krankenhaus. 0 Patienten. Okay, die sind alle gesund. Glücklich sind sie auch. Das ist doch schon mal schick. Bloß, dass die Nahrung echt knapp ist, so. Gut. Na, was ist jetzt knapp? Nahrung, wa? Ja, Nahrung ist knapp. Eieieiei. Also über den Winter werden wir schon kommen, aber wir müssen noch mehr Felder bauen. Wo können wir die hinbauen? Wo ist denn hier noch Platz für Felder? Ach, guck mal, hier bin ich ja schon rüber mit der Brücke. Wäre natürlich ein schönes Gebiet für Felder. Hier haben sie alles abgeholzt. Okay. Dann lass uns doch hier Felder machen, oder? Hier hinten. Warte mal. Können wir doch hier noch. Noch ein Fishing-Dock wäre doch cool, aber da brauchen wir 4 Leute für. Nee, nee, wir machen mal eine klassische Farm. So groß wie es geht. Zack. Okay. So, weiter geht's. Holz, Holz, Holz brauchen wir ohne Ende Holz. Ja, die fällen auch wirklich schon alles, was sie hier irgendwie in die Finger bekommen. Könnt ihr hier auch mal das ganze Holz wegnehmen? Kann der Förster dann wieder nachförstern, ja? So, Leute, das war's wieder. Das war die Folge 15. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wie es aussieht, müssen wir jetzt mal unsere Nahrungsmittelvorräte wieder ein bisschen vergrößern. Und ich sage an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.